Wake up, you've overslept. Und damit ein ganz kräftiges und herzliches Moin, ihr Baggerluten, und auch Moin, lieber Wintermancer. Moin, moin und willkommen bei unserem Starbound Let's Play Together. In der neu releaseden Version 1.0 endlich ist es vollständig, das Spiel, zumindest laut Aussage des Entwicklers, mit einer Intro-Mission und einer Story, um die es sich handelt. Genau, und in der Intro-Mission sind wir quasi auch gerade und wollen mit euch zusammen Starbound in eben dieser Storyline durchspielen. Und dafür starten wir hiermit die erste Season. Und die Toilette. Und die Toilette. My daily routine begins mit Toilette. Hast du die Tür eigentlich zugemacht, wenn du auf die Toilette hier gehst? Nee, ich war ja allein in meinem Zimmer. Da kann man die Tür auch mal offen lassen, finde ich. Das ist immer so eine Sache. Das ist kann man durchaus tun. Und hier ist ein Gitarrenverstärker, das finde ich ganz gut. Aber das hat auch nichts damit jetzt zu tun, denn der Wintermancer und der liebe Kynoop, das bin ich, hatten uns überlegt, Mensch, wir müssen mal wieder was zusammen machen, weil es gibt einfach so viele YouTuber da draußen, die es einfach nicht hinkriegen, wirklich regelmäßig und kontinuierlich tolle Dinge zu produzieren. Aber da ich weiß, dass der Robert einer dieser Leute ist, habe ich mir gedacht, Robert! Andi. Ja, genau genommen hat mich der Andi genötigt, dass wir Starbound zusammenspielen. Und ich hatte aber auch wirklich Bock drauf, weil ich glaube, dass jetzt, wo Starbound fertig ist, kann das richtig Spaß machen. Und ich glaube, es macht noch viel mehr Spaß, wenn man es zusammenspielt. Und deshalb haben wir auf jeden Fall gesagt, wir probieren das aus und gucken uns die Starbound 1.0 an. Und ja, nehmen als erstes mal, glaube ich, an unserer Graduierungsfeier teil. Oh, ich bin in eine Party eingeladen worden. Party, Party! Oh, super, als hätte es wie beim ersten Mal geklappt. Das ist ja richtig toll. Verrückt. Ja, so ist es, wenn man gleichzeitig auf denselben Server joint, ne? Ja, das ist super. Oh, ich glaube, ich habe dich gefunden. Ach nee, ist nur ein anderer Affenmensch. Na gut. Was spielst du eigentlich? Ein Menschen, kein Affen. Ach so, na gut, dann ist der zu haarig. Oder der hat einfach nur sehr lange den Friseur nicht besucht. Ich spiele einen Roboter. Was denn für ein Roboter? So ein C-3PO-mäßigen Roboter, so einen silbernen. Die sind irgendwie, weiß ich nicht, ist irgendwie so eine Roboterrasse, ein männlicher. Das ist also der Stecker, der wo reingesteckt wird. Macht einfach die Charaktererschaffung mit Robotern, dann versteht ihr, was ich meine. Sehr gut. Ich bin vor der Treppe. Ja, ich bin auch vor der Treppe. Hier sind ganz komische Gestalten, aber einer ist auch ein Mensch, aber ich weiß nicht, ob du das bist. Wahrscheinlich nicht. Nee, nicht. Aber da ist so... die Treppe oder was? Warte. Siehst du da die, Das ist, wenn du vor der Treppe nach links guckst, die vierte mit dem weißen Haaren und den drei roten Augen. Siehst du die? Nee, bei mir sind andere. Echt? Ja, bei mir ist so einer mit drei roten Augen und blauem Haar und egal. Wollen wir die Treppe hoch? Wir gehen mal die Treppe hoch. Gehen wir mal die Treppe hoch. Is this thing on? Plong. Rumpel, rumpel. Oh mein Gott, Krakenangriff. Oh mein Gott, ein japanischer Zeichentrickfilm. Das hast du jetzt gesagt, aber ich glaube, wir sollten abhauen. Der frisst den hier Chef auf, glaube ich. Nehmt ja geil, das heißt, wir müssen nicht mehr arbeiten. Nimm dir deinen Materie-Manipulator und lauf. Lauf, Andi. Ach, das heißt Materie, gut. Ja, Meta heißt Materie. Und wieder außer, was gelernt. Wenn du sagst, it doesn't matter, dann ist es ja egal. Aber in dem Fall ist es ein Materiemanipulator. Oh, das Bild ist von der Wand gefahren. OCD. Was? So. Oh, erstmal schnell durch hier. Schnell, grabt euch einen Tunnel. Lauf. Warum flieht denn keiner außer uns? Andi. Weil wir cool sind. Ah, ich bin zu blöd, um die Treppe hier hochzukommen. Sind. Treppe? Leiter. Oh, Leitertreppe. Leiterwagen. Oh, hier ist irgendwie alles überschwemmt. Meinst du das? Das sieht nicht gut aus, du. Aber oben geht's noch lang. Ich fliehe hier gerade lieber, weil irgendwie gefällt mir das alles nicht. Ja, verrückt.
Ich habe das Gefühl, die Lebensdauer sinkt hier quasi dramatisch. Oh ja, oh ja, oh Tentakel, Tentakel. So, sehr gut. Viele Tentakel, überall Tentakel. Wir haben Waffen. Wir haben Waffen. Warum hast du Waffen? Ich vernichte hier schon einen Tentakel. Du bist mir irgendwie voraus, habe ich so das Gefühl. Das bin ich immer. Wo bist du denn? Am Tentakel, ich habe ihn besiegt. Ich habe den so, dann schnell ab ins Schiff, nachdem wir die Sache da gelootet haben. Ja, ich laufe und ich bin drin. Okay, dann rein, schnell. Jo, ich starte. Ich auch. Oh, da hinten sehe ich dein Schiff, das startet auch. Oh, ja. Dein Schiff wurde, glaube ich, gerade abgeschossen. Nein. Nicht? Nein, ich bin das andere. Ich bin das schöne Schiff. Ach so. And verrückt. Welcome to Starbound. Hallo bei Starbound 1.0. Endlich! Woohoo! Yay! Wir Please sind reboot the system. Ich habe eine Katze. Ich möchte dazu nichts weiter sagen. Ich habe ein Schwein. Du Sau! Nein, Schwein. Ja, ein Schwein habe ich. Ein kleines Schwein. Ich glaube, ich habe hier die erste Quest gerade angenommen. Hast du eine Quest angenommen? Missions? Bla bla bla. To offer you information and advice. Das ist echt so ein C3PO, ne? Der Typ da, unser Roboter? Ja, Sail heißt der, ne? Oh, hier. Getting started. Beam down to the planet's surface using a teleporter and search for supplies and perhaps a means of fixing the ship. Okay, das scheint dann das erste Quest zu sein, hast du recht. Also habe ich auch. Und dann gibt's hier noch im Schrank ein bisschen Dosenfutter. Ja, dürfen wir nicht vergessen. Muss man mitnehmen. Ich komme mal zu dir rüber gebeamt, würde ich sagen. Ne? Ja, mach mal. Mach doch mal. Aber sammel erstmal deine Sachen ein. Ich teile ungern. Hab ich doch. Ich will ja nicht dein Dosenessen aufessen. Nee, das wäre auch frech. Kablam, da bin ich. Kuckuck, so sehe ich aus. Wow, du siehst ja krass. Also, du hast ein ganz anderes. Du hast voll das krasse. Was denn? Hä? Was denn? Hast du ein Einhandschwert und das andere ist dein Manipulator oder? Weiß nicht, ich hab ein Schwert in der Hand. Ach ja, ich hab scheinbar den Manipulator und das Schwert in der Hand. Achso, nee, doch nicht. Nee, wenn ich mich andersrum drehe, dann sieht man das auch. Wir haben das gleiche Schwert, doch. Aber ja, der sieht so. Ja, doch. Aber es ist schon ganz interessant. So, unser Plan ist es quasi für die nächsten Folgen. Erst einmal, dass wir 8 Folgen aufnehmen für die erste Season quasi. Und je nachdem, wie das Anklang bei euch findet, dass wir gleich sagen, jo. Wenn ihr Bock habt, machen wir da mehr von. Und wir wollen halt natürlich die Story spielen. Genau. Und die Story sagt, wir müssen jetzt, glaube ich, erstmal nach unten, oder? Dann folgen wir doch mal der Story. Erinnere mich gerade an den Film Gamers. Gamers 2. Die Story ist in dieser Richtung. Bäume. So viel Natur. Ich habe mich, glaube ich, aus Versehen auf dein Schiff geportet. Das ist nicht so schlau. Nee, da ist meine Katze. Wie sieht denn das da aus? Ich wollte dich jetzt mal vorlaufen lassen, um zu gucken, ob es sicher ist. Arsch. Ist sicher. Ist hübsch hier. Guck mal, ich hab's für den ersten. Oh, guck mal, da ist ein Schleim. Ich hab eine Blume. Ich pflück Blümchen. Die Erde geht gerade unter, aber ich pflück Blümchen. So, ich sammle schon mal so ein bisschen Holz. Wollen wir uns so einen schicken Platz erstmal kurz suchen, wo wir unsere ersten Sachen irgendwie machen können? Können wir gerne machen. Ich komme mal zurückgeeiert. Mach mal. Wo bist du? Da bist du. Ah, bei einigen Sachen musst du aufpassen. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade, ich habe hier Kartoffeln gerade geerntet. Kartoffeln. Aber nicht mit dem Manipulator, sondern mit E. Verrückt. Ich habe ein bisschen Eisen. Eisenerz ist das, glaube ich, ja. Eisen, sagt er. Iron Ore. Oh, sehr schön. Da links habe ich gerade ein Viech gesehen. Ja, ich habe da schon ein paar Viecher abgeschlachtet und ein bisschen auch schon ins Gesicht bekommen, muss ich sagen. Oh, Baumfeld. Kalem. Was gibt's denn hier Schönes? We have found some wood. Aha. Ist die Frage, können wir uns eigentlich verletzen? Nein, können wir nicht. Sehr gut. Nicht, aber danke, dass du es an mir ausprobierst. Klar. Oh, ich habe Pearl Piece. Was? Irgendwas mit... What the fuck? Putz, putz. Ja, rechte Maustaste ist halt so ein Special-Angriff. Ja, Special-Angriff. Da geht auch irgendwie links oben da so eine Ausdauerleiste oder was auch immer. Scheinbar. Das ist irgendwie, ich nehme ein paar Steine mit, ne? Guck mal, aber wollen wir hier nicht, wo die Steine sind, wollen wir da unser Fundament reingraben? Oder? Ja, können wir eigentlich machen. Dann können wir hinten so eine Wand direkt nutzen, wo der Fels einfach stehen bleibt.
das hat auch so einen rustikalen Stil, weißt du? Ja, ein schöner Ausblick ist auch. Guck mal hinten schön die Berge und so. Das ist schön. Schön ist das. Da haben wir uns dann kuschelig. Ja, ich bin ja mal sehr gespannt. Also, so wie ich das begriffen habe, ist der gelbe Balken oben auch, der sich so langsam leert, ist jetzt unser quasi Hungerbalken. Ah, stimmt, genau. Das haben sie ja jetzt mit reingebracht, so Survival-mäßig so ein bisschen. Stimmt. Wir sollten dann möglichst bald gucken, dass wir eine Nahrungsmittelproduktion an den Start bringen, weil wir haben halt unsere Fressdosen und danach wird's dünn, ne? Und ich glaube, das waren nur 4 Stück. Ich weiß es gerade gar nicht, aber ja, durchaus. Dann sollten wir uns das einfallen lassen. Ich mache jetzt gerade erstmal kurz ein bisschen Holz hier. Jupp. Das klingt gut, dann kannst du nämlich schon mal unten den Fußboden, glaube ich, machen. Ja, und so ein Inventors Table. Ja. Oh, ich finde es jetzt schön, dass sie das jetzt so eingebaut haben, dass du wirklich kurz warten musst, bis es gecraftet ist. Das war, ging vorher ja quasi instant. Ja. Okay. Wenn ich mich recht erinnere, also schlag mich, wenn ich falsch liege. Oder lass es bitte einfach. Aber ich glaube, das war so. Ich glaube, das war so. Also ich schlag dich gerne auch, wenn du richtig liegst, wenn du das möchtest. Nö. So, nö. Machst du den Fußboden oder machst du direkt ein Dach? Das ist nur eine Linie da. Zum Orientieren. So, ich mach dann Wände. Oder willst du. Ach, du machst auch die Wände aus Holz, alles klar. Jetzt machen wir ein Holzhaus, alles klar. Ach, scheiße. Gut. Ich mach ein bisschen im Hintergrund was. So. Fangen wir mal so. Ich glaube, das ist ganz schick so. Ist auf einer Höhe? Ja, ist es. So, das ist doch schick. Das ist doch einmal schick. Orientieren. So, was brauchen wir denn noch so? Das ist eine gute Frage. Was brauchen wir denn noch so? Campfire. Ah ja, Feuer ist schon mal nicht schlecht, oder? Generell nicht, nee. It seems you have discovered fire. My databanks tell me you are the 714 billionth person to do so. Hey, herzlichen Glückwunsch, ich bin die 714 milliardenste Person, die das Feuer entdeckt hat. Ich glaube, er beleidigt mich. Erst? Ja. Oh. Oh, ich glaube, das ist schick, oder? Ja, würde ich mal so sagen. So, machen wir uns das mal ganz schick hier. So. Das ist doch schick, oder? Ja, ein bisschen Rückwände wären noch total cool, aber ich glaube... Ja. Wieder nur am Motzen hier. So. Ja, natürlich. Nur am Motzen. Natürlich. So. Eine Tür wäre dann natürlich auch noch ganz geil. Du hast aber schon so ein Crafting-Table gebaut, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja. Dann baue ich natürlich nicht noch einen. Das wäre ja auch doof. Richtig. Oh. Archaic Energy Source. It's worth investigating und 98%. Das war jetzt zu schnell weg. Ich habe gerade eine Quest bekommen mit einer Archaic Energy Source. Bei mir irgendwas passiert hier auch, sagt er unten, aber ich weiß nicht, ob das eine Quest ist. Also mir wird sie angezeigt, aber ich sehe sie nicht. Habe ich nicht irgendwo schon die. Wo habe ich denn jetzt die. Irgendwo waren Fackeln. Ach da. Da darf man nicht lang fackeln. Macht sie eine Fackel. So. Also ach, irgendwas sagt er von wegen Feind der Archaic Energy Source, aber So, ein bisschen finde ich das mit der Menüführung noch schwierig. Jetzt würde ich das direkt vors Fenster bauen, das ist ja... Magst du mal kurz die Fackel da links nochmal wegmachen, bitte? Jupp. So. Keine Ahnung, was man da jetzt machen kann, aber... Dinge. Oh, okay, hier könnten wir jetzt quasi einen Amboss machen. Foraging Table? Was ist denn das? Achso, okay. Primitiver Ofen, Spinning Wheel und Wooden Workbench. Was brauchen wir denn dafür? Cobblestone noch. Okay. Holz. Cobblestone und Holz. Willst du uns vielleicht eine Kiste oder sowas? Oder ich baue uns mal eine Kiste, dass wir Sachen austauschen. Mach mal. Liebe Leute, wir müssen uns auch kurz noch einmal hier erstmal orientieren, weil das ist, wir hatten das zwar quasi zuletzt gespielt, ne, der Robert und ich, aber das ist erstens schon wieder ein bisschen her und zweitens,
sind wir doof und vergessen Dinge. Und es wird auch nicht so viel immer erklärt. Aber wir können, glaube ich, noch gar keine Kiste bauen, ne? Meinst du noch nicht? Basisrezepten. Warte mal, ich geh mal kurz los und hol mir noch mal so ein bisschen Holz. Ich glaube, einer sollte reichen und so ein bisschen Cobblestone. Verrückt. Aber ich muss sagen, das Spiel macht mir jetzt schon auch vom Flair und von dem Feeling drumherum echt schon wieder Spaß, ne? Ja, yep, aber irgendwer hat unsere Fackel kaputt gemacht. Brennt nicht. Die kannst du, glaube ich, anzünden mit E und so. Ah, die habe ich scheinbar ausgeschaltet. Du willst jetzt was bauen? Eine. Was willst du schön? Ich versuche uns eine Workbench zu bauen. Ich weiß eine nicht, ob ich jetzt genug Erde habe, um das jetzt auch wieder aufzunehmen. Ich bin ja auch einer, der baut immer, auch das optisch auch wieder schick ist. Dann würde ich eine Furnace für draußen vorbereiten, dass wir Sachen einschmelzen können. Oder bau doch mal schon mal einen Keller. Keller? Ja. Keller. Oder nicht? Ein Keller. Wär doch ein Plan. Ich will einen Furnace bauen. Ja, aber quasi, dass wir den dann in den Keller packen, weißt du? Ja, das ist okay, aber ich hole erstmal das Material für das Furnace. Das braucht gar nicht viel, ich brauche nur ein bisschen Dingens. Und du brauchst dann fange ich sofort mit dem Keller an, wie befohlen, Herr General. Ja, recht so. So, ich mache hier ein bisschen schicker hier. So. Wapp. So. Schön. Ja, das sieht doch schon mal ganz schick aus hier, ne? Ich mache uns auch einen Kellereingang unten, dass man durch den Keller auch reingehen kann. Ja. Machen wir später eine Tür vor. Dann passt das ganz gut. Dann müssen wir gucken, wie wir hier nachher hochkommen. Vielleicht mit so einer Leiter oder so einer Treppe oder irgendwie sowas. Leiter. So, Wooden Workbench. Ah, do it. I do it. Ne, you do it. Piep. Warum habe ich eigentlich Hunger, wenn ich ein Roboter upgraden bin? Bitte? Kann mir jemand erklären, warum ich Hunger habe, wenn ich ein Roboter bin? Das ist Öl. Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Aber ich habe... Ja, okay. Du brauchst bestimmt Öl. Du brauchst Öl, Mann. Mann. So, schön. Ja, kannst du da jetzt eine Kiste bauen? Lass mich mal gucken. Ja, ich kann hier sogar tatsächlich schon Kisten bauen. Tatsache. Ja, sehr schön. Größe noch nicht. Wir bräuchten, wenn wir Kupfer jetzt schon hätten, dann könnten wir auch schon größere bauen, was gar nicht doof wäre. Aber okay, ich glaube, ich baue uns erstmal kurz eine. Ich finde gerade Eisen im Keller. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber ja, Kupfer habe ich noch nicht. Pass auf, ich baue uns schon mal eine Tür. Ach, das ist auch immer so interessant und so cool und so schön und. Oh, die muss größer. Wie viel? Ein Block. So, das sieht doch schon mal schlecht aus. Wir beide gleichzeitig. So. So, die kommt einmal weg. Ach, die Tür habe ich jetzt hier drin, okay? Mal, dann nehme ich noch mal kurz das. Machst du noch eine Kellertür gleich startklar? Ja, mache ich sofort. Haben wir noch Stein hier? Ein paar Steine haben wir noch. Erstmal auch mal wieder mit der Steuerung klarkommen. Man muss sich erstmal wieder ein bisschen dran gewöhnen. Ne? Ich habe es jetzt auch lange nicht gespielt. Also quasi das letzte Mal, als wir in meinem Angezockt gemeinsam gespielt haben, du erinnerst dich. Ja, ja. Aber das war ja natürlich auch nur eine Folge. Das ist jetzt auch schon wieder zwei, drei Monate her, oder? Zwei bestimmt. Könnte gut hinhauen. Ja. So, ich sollte nochmal direkt eine Tür nochmal basteln, oder? Hier unten. Das wäre ganz cool, dass wir den Keller noch mit einer Tür verschließen können. Also ich habe hier eine Tür und ein Gate. Ich weiß jetzt nicht den Unterschied. Ist das Gate vielleicht nur halb hoch? Keine Ahnung, da fragst du echt den Falschen. Oh Mann, oh. So. Ja doch, du, das ist doch eigentlich ganz schick. Jetzt müssten wir vielleicht noch gucken, dass wir irgendwie eine Möglichkeit haben, um nicht immer das Haus verlassen zu müssen, um in den Keller zu kommen. So, hast du zufällig schon Kupfer gefunden? Zufälligerweise. Wir brauchen unbedingt eine Treppe. Nee, Eisen habe ich bisher nur gefunden. Leider nur Eisen bisher.
Weil dann würde ich nämlich gleich gerne, anstatt dass wir die kleinen blöden Kisten holen, gleich die großen bauen, weißt du? Und dazu das bräuchten wir halt macht Kupfer. Macht Sinn, ja, aber ich habe nur Eisen gefunden. Aber geh du vielleicht mal kurz gucken, ob irgendwo in der Nähe hier Kupfer ist und ich baue dir mal die Furnace auf. Oder du bleibst einfach kurz dabei und wir bauen die Furnace auf und dann ist das für heute, für die erste Folge auch erstmal genug, weil wir jetzt eine Furnace haben. Könnte man generell sagen. Sagen wir mal da und sagen wir mal da und vielleicht nochmal. Tada, wir können Dinge schmelzen. Yay! Oh, wir können Iron Bars herstellen. Yay! Sehr, sehr gut. Generell. Also ich denke allerdings, was ganz cool wäre, wenn wir zwischen den Folgen wirklich nochmal sagen, so, okay, pass auf, wird jetzt viel gecraftet sein oder viel das und das, dass wir das quasi nicht aufnehmen, sondern für euch, liebe Zuschauer, schon einfach mal vorbereiten. Denke ich, ist ein Plan, oder? Ja, für mich ist das in Ordnung. Da, also wenn es wirklich lange Crafting-Phasen sind, warum auch nicht, ne? Genau. Kann ich mir nämlich so ganz gut vorstellen, dass das so dann sein sollte. Genau. Wir gehen jetzt einfach erstmal, sobald wir die Kamera ausgemacht haben, ein bisschen Kupfer suchen, damit wir das nächste bauen können. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir mit unserem Kupfer im Rucksack nach Hause kommen. Das ist ein sehr guter Plan. So, liebe Leute, dann sag ich auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank fürs Zusehen und winke, winke, ciao. Und tschüss. Genau.